Haus aus und von daher vielleicht nicht ganz so der Beste für irgendwas über Medien zu erzählen, aber ich versuche es trotzdem mal. Also, wer das liest, ist doof. So stand es früher an den Türen fast jeder Schultoilette. Was seit langer Zeit über die führenden Printmedien an die Öffentlichkeit gelangt, verdient diesen Stempel allemal. Und damit meine ich nicht die Klatschpresse, welche sich hinter den Schlagwörtern Bild dir deine Meinung versteckt, sondern jene, welche für sich den Anspruch erhebt, überparteilich und unabhängig zu sein. Medienkompetenz kann man auf Wikipedia nachschlagen, doch wer hat sich jemals wirklich damit befasst? Was bedeutet es, den Medien kompetent entgegenzutreten und sich kritisch mit den publizierten Inhalten auseinanderzusetzen? Zuallererst steht dem Mensch als visuelles Tier die Aufnahme der transportierten Informationen als Bild zur Verfügung. Dabei ist belanglos, ob wir das Bild intensiv betrachten oder nur flüchtig wahrnehmen. Das menschliche Gehirn verarbeitet Bilder in Sekundenbruchteilen und sortiert entsprechend seine Erfahrung in ein Schema. Wenn der visuelle Reiz nicht überzeugt, wird gnadenlos aussortiert. Das weiß man nicht erst seit gestern. Daher haben sich visuelle Medien darauf spezialisiert, diese Reize basierend auf wissenschaftlichen Studien für sich zu nutzen. Zuerst kommt das Bild, dann kommt die Schlagzeile. Diese können auch verschmelzen und werden zu einem Schlagbild. Benutzt man nun das richtige Bild zum Zusammenspiel mit dem geeigneten Text, so lässt sich eine sofortige Wirkung erzeugen. Werbeprofis können das in wenigen Sekunden. Das Problem dabei ist, dass es unterbewusst geschieht. Eine weitere Möglichkeit, Informationen zu übermitteln, bietet der akustische Reiz. Hierbei in besondere Sprache und Musik. Wer gehört werden will, muss auch verstanden werden. Daher spielt auch die Lautstärke, mit der man die Information transportiert, eine essentielle Rolle. Niemand lauscht aufmerksam den eintönigen Ausführungen eines unmotivierten Redners. Der transportierte Inhalt kommt nur dann beim Zuhörer an, wenn er ansprechend verpackt ist. Mit der Verbreitung des Fernsehgeräts seit den frühen 60er Jahren ist es nun möglich, den interessierten Zuschauer mit den eben erwähnten Methoden dort zu erreichen, wo er sich am wohlsten fühlt. In seinem Wohnzimmer, in seiner ganz persönlichen Komfortzone. Der heilige Gral eines jeden Publizisten. Warum ist das nun so wichtig? Nur wer weiß, dass er bewusst manipuliert wird, kann sich auch dagegen entscheiden. Es ist möglich, sich kritisch mit Medien auseinanderzusetzen, wenn man versteht, wie diese publiziert werden und produziert werden. Und wer versteht, wie sie produziert werden, erkennt sofort, dass der Produzent, der Publizist auch eine Absicht bei der Herstellung medialer Inhalte verfolgt. Die Kompetenz entsteht dabei, unabhängig davon, wer also veröffentlicht, enthält die Publikation also auch immer eine Absicht. Gedruckt, gesprochen oder als spannende Bildfolge mit akustischer Untermalung. Die Kompetenz entsteht dabei aus der Reflexion der Inhalte. Wenn man anhand der Information, die dargestellt wird, eine Entscheidung treffen muss, so ist der erste Anhaltspunkt, sich zu fragen, was der Absender der Inhalte mit dem Erstellen bei seinen Adressaten erreichen will. Wir erleben zurzeit einen Wandel der Medienkompetenz von einer rein analytischen, subjektiven Empfindung hin zu einem kollektiven Massenphänomen. Dank den sozialen Netzwerken können wir subjektive Eindrücke gegenchecken. Das Spiel hat also einen weiteren Faktor bekommen. Die Resonanz auf unser subjektives Wahrnehmen ist heute ein essentieller Teil dessen, was zuvor jedem selbst überlassen blieb. Und das ist gut so. Nur wer seine Meinung äußert, kann diese auch gegenchecken und sich sicher sein, dass er aufgrund der erhaltenen Informationen die richtigen Schlüsse gezogen hat. So viel zur Theorie. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen an Vorlesung an, aber ich bin es halt so gewohnt. Da magst du mir verzeihen. Kommen wir nun zur Tagesordnung. Warum sind wir heute hier? Die Tatsache, dass ihr alle hier steht, sagt mir, dass ihr den Mainstream-Medien aufgrund eurer eigenen Erfahrungen nicht mehr traut. Ihr wollt nicht Spielball einer manipulativen Geldkultur sein. Ihr seid gegen Krieg und künstlich erschaffene Fronten. Ihr seid für Frieden. Kann man auch mal klatschen. Jeder, der heute noch die Nachrichtensendung der GEZ-finanzierten Sender verfolgt, wird mit einer Mischung aus Kriegspropaganda und Desinformation überflutet. Es verhält sich bei den großen Tageszeitungen und deren Online-Diensten nicht anders. Eine freie Presse gibt es nicht mehr. Inhalte mit kritischen Themen werden bewusst unterdrückt und finden sich lediglich an dem einzigen freien Ort der Welt, dem Internet. Das Fernsehen ist zu einem Instrument der Massennarkose verkommen. Sinnfreie Unterhaltungskonzepte appellieren an das matschige Kleinhirn.
Ständige Reizüberflutung stumpft den Geist ab und hinterlässt eine dröhnende Leere, welche von Werbeblöcken wieder aufgefüllt wird. Der gemeine Konsument genießt die bewusstlose Reise durch seinen Verstand und verinnerlicht das Prinzip des Konsums. Kaufen soll er, besser heute als morgen. Billige Kredite versprechen ein besseres Leben per Klick vom Sofa aus. Wer nicht mitmacht, wird ausgegrenzt. Sozial sind die Netzwerke, auf welchen wir der breiten Masse unsere Kinder die eigenen vier Wände und kostbarsten Momente anvertrauen, schon lange nicht mehr. Die vielen Eindrücke von den eigens inszenierten Höhepunkten anderer hinterlässt Neid. Die negative Sicht auf das eigene Leben, welches sich anknüpft, wird dann wiederum durch den sozialen Abwärtsvergleich im Reality-TV kompensiert. Der Mensch hat durch seine Dominanz dafür gesorgt, dass die biologische Evolution aussetzt. Die heutige Evolution findet im Kopf statt. Und wir haben es in der Hand, in welche Richtung diese geht. Wollen wir wirklich der unglückliche Konsumsklave im Dämmerschlaf sein, der eine energiefressende Ölwirtschaft antreibt? Wollen wir unseren Planeten mit parasitärem Verhalten so lange bearbeiten, bis dieser in die Knie geht? Nein. Haben wir Lust, der fast grenzenlosen Geschwindigkeit des Finanzsystems hinterher zu hecheln, bis wir vor Erschöpfung zusammenbrechen? Die Ursache dafür, dass sich die Entscheider schon seit Jahren austoben, ist das Desinteresse der breiten Masse. Macht auf der einen steht die Ohnmacht auf der anderen Seite gegenüber. Doch dass ihr heute hier steht, bedeutet, dass ihr auf dem richtigen Weg seid. Jawohl! Ja, wer sich dem Konsum entzieht, nimmt dem System die Grundlage. Wer sich informiert, entkommt der Unmündigkeit, welche per Diktat auferlegt wird. Sapere aude! Diesen Ausspruch von Immanuel Kant aus dem Zeitalter der Aufklärung kann man auch gerne mal wörtlich nehmen. Wagt es, euren Verstand zu benutzen. Vielen Dank, das war soweit. Beschriebenen, vorgedachten. Vielleicht möchte ich auch noch mal ganz herzlich den Organisatoren danken, dass ich heute hier sprechen durfte. Was ja auch nicht so selbstverständlich ist, wie man das aus den Medien und überall hört. Und ja, vielleicht mache ich so eine kleine Serie draus und werde dann beim nächsten Mal zum anderen Thema einfach ein bisschen was recherchieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören.